fünf Tipps zur Darmsanierung und Darmreinigung, und zwar von der absoluten Expertin Dr. Friederike Feil, heute zu Gast. Schön, dass du da bist, liebe Friederike. Ja, hallo Thorsten, schön, dass ich da sein darf. Und wir haben heute ein spannendes Thema, und das sollte man nämlich auch unterschätzen. Wir haben ja bei uns in der Community trainieren wir ja das Thema Geld. Aber das ist wichtig, Geld ist ja auch Energie, und auch die Energie, die wir reinstecken, mit der, wenn wir da viel haben, dann können wir es natürlich viel einfacher verwenden, um Geld zu verdienen und ein finanziell erfolgreiches Leben zu führen. Und da ist das Thema Energie sehr wichtig. Und da haben wir die Energiekönigin Dr. Friederike Feil, absolute Ernährungsexpertin. Da sehen wir uns heute mal den Darm an, der ist sehr, sehr wichtig. Und nebenbei hat die Frau Feil hier auch, oder ist eine ehemals weltbeste Hindernisläuferin. Also von dem her sehr spannend. Du kannst uns einiges verraten zu dem Thema. Hast uns heute fünf Tipps zur Darmreinigung, Darmsanierung vorbereitet. Ja, Friederike, warum ist der Darm überhaupt wichtig? Also sollte man sich damit beschäftigen, mit dem Darm? Ja, ist ja nicht so, klingt nicht so lustig, das Thema. Klingt nicht so lustig, aber mein Lieblingsthema. Beschäftige mich schon sehr lange damit mittlerweile. Mhm. Der Darm ist ja quasi, ich sag mal, das Nadelöhr zur Nährstoffaufnahme, und dementsprechend ist der Darm auch daran beteiligt, dass alle Organe, alle Körperteile genug Nährstoffe bekommen. Das heißt, ohne den Darm funktioniert einfach nichts. Mhm. Und mittlerweile weiß man auch, dass der Darm die gesamte Zeit mit dem Gehirn kommuniziert. Und zwar gehen wirklich 90% der Informationen vom Darm ins Gehirn, mhm, und nur 10% der Informationen vom Gehirn ins Darm. Und dementsprechend, wenn wir klarer denken wollen, mhm, die richtigen Entscheidungen treffen wollen, neue Ideen haben wollen, gut, viel Geld verdienen, dann ist der Darm auf jeden Fall das Organ, um das ich mich als erstes kümmern soll, mhm, weil da sitzt ja auch meine Intuition, meine Entscheidungskraft. Ja, es sitzt der Emotion, und auch, wenn man sagt, kann man das so sagen, ja, die Hälfte der Gesundheit ist eigentlich schon im Darm? Ja, also ich würde nicht so sagen, nur die Hälfte, sondern man sagt ja auch Sprichwort, der Tod und das Leben sitzt im Darm. Jede Krankheit beginnt im Darm, also ich sag mal auch finanzielle Freiheit genießen, das meine ich natürlich nur mit einer guten Gesundheit. Ja, dann hat man immer einen Haufen Kohle, und dann ist man irgendwie krank, weil man nie auch zum Beispiel auf den Darm geachtet hat. Deswegen heute auch mal das Tippvideo. Wir sind auf das Ambiente bei einem eurer Energie-Retreats, wo ich auch als Teilnehmer hier ganz normal mit dabei bin. Tolle Geschichte. Also auch das wirklich sehr, sehr schön, kann man sich mal anschauen für diejenigen. Aber jetzt, okay, legen wir mal los. Du hast uns fünf Darmtipps vorbereitet. Schauen wir uns die doch mal an. Was können wir machen? Ja, möglichst einfach. Also möglichst einfach. Ich fange mal an mit den einfachsten Dingen. Das ist in der Ernährung, da kann ja jeder schnell was umstellen. auf jeden Fall solltet ihr anfangen, mehr Butter zu essen. Ja, Butter ist für mich so das Nummer 1 Lebensmittel für den Darm. Warum? Umso mehr Butter ihr esst, umso stabiler wird die Darmschleimhaut. Und das ist ganz wichtig, weil wenn die Darmschleimhaut löchrig wird, man redet dann von Leaky Gut, ja, das ist vielleicht ein Begriff. Natürlich, klar. Und dann können einfach Fremdstoffe in den Körper gelangen und machen einfach Entzündungen. Mhm. Und Entzündung heißt natürlich, das zieht meine Energie und dann auch meine Entscheidungskraft für die wichtigen Fragen im Leben. Mhm. Ja, das wäre so das erste Lebensmittel. Mhm. Zweite Super. Lebensmittel. Von Oma kennt man es noch, die Kraftbrühe. Mhm. Stundenlang ausgekochte Knochen. Also was Besseres gibt es nicht, um den Darm zu heilen. Da sind die Nährstoffe so toll vorhanden. Die kann die Zelle einfach aufnehmen. Und insbesondere der Darm, der braucht diese wertvollen Nährstoffe. Und dementsprechend so eine Brühe jeden Tag, so 200 Milliliter vorm Essen gegessen. So eine Knochenbrühe, der Wahnsinn. Mhm. Ja, dritter Ernährungstipp, den ich sagen würde für eine gute Darmsanierung, esst mehr Eier, und da dürfen es dann auch mal 5 bis 10 Eier am Tag sein, das ist kein Problem. Man weiß mittlerweile auch, ein hohen Eierkonsum beeinflusst den Cholesterinspiegel kaum, und dementsprechend, da sind alle Nährstoffe drin, die eigentlich dieses Hühnchen auch braucht, um zu wachsen, und dementsprechend ist es genauso gut auch für unseren Darm, da sind alle Nährstoffe drin, dass die Darmschleimhaut gesund bleibt, Phospholipide, und dementsprechend einfach mehr Eier essen. Mhm. Ja, so das wären jetzt so die Ernährungstipps. Ganz wichtig auch ein Tipp, dass man viel kauen sollte, weil dann entlastet man natürlich den gesamten Verdauungstrakt, und dadurch kann der Darm dann auch seine anderen Funktionen, die er eben sonst noch so hat, ausüben. Sitzen ja auch 70% des Immunsystems im Darm.
ein ganz Geheimtipp, das wissen die wenigsten, Barfußlaufen im Gras, ja, weil auch da in diesen, ich sag mal, auf Gras, auf Wiese, auf, auch im Dreck, da sind ganz viele tolle Bakterien und die führen auch dazu, dass der Darm eben eine größere Vielfalt hat an Bakterien. Mhm. Ja. Spannend. Genau, jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 4, da würde ich sagen, auch mal regelmäßig so eine Darmspülung zu machen, Hydrocolon, ja, also das tut dem Darm richtig gut, dass der einfach auch mal wieder gesäubert wird. Und ja, fünfter Tipp, ganz klar, ich würde eine komplette Ernährungsumstellung machen, eine Darmsanierung auch mal machen, wo ich wirklich schaue, dass ich meinem Körper nichts zufüge, was dem Darm nicht so gut tut und nur Dinge zufüge, die eben genau dafür da sind, dass die Bakterien schön gedeihen und die Darmschleimhaut stabil bleibt. Und dementsprechend würde ich die Lebensenergie kurz empfehlen zu machen. Das sind 17 Tage und da bricht man seine Gewohnheiten. Die meisten nehmen noch ein paar Kilos ab. Und das Tolle ist, genau dann haben, ich sag mal, im Gehirn sich neue Nervenbahnen gebildet und man kann dann auch eben viele Dinge weiter umsetzen. Ja, also vielleicht da zwei, drei Worte mit dazu. Also so bei der Hydrocolon-Therapie ist es ja so, da bekommt man, das ist ja wirklich eine... ja, innerliche Anwendung, das heißt also, da wird wirklich der Darm ausgespült und das ist, da kann man sich mal beschäftigen, vielleicht für die Fortgeschrittenen, das klingt am Anfang ein bisschen komisch, weil es wird da wirklich Wasser reingepumpt und dann wieder raus, da löst sich natürlich auch viel. Ja, für die Fortgeschrittenen kostet so eine Session, sagen wir so ganz grob, zwischen 60 und 100 Euro. Genau, das heißt, da muss man schon auch mindestens 3 bis 6 Spülungen, vielleicht auch, wenn der Darm wirklich verschmutzt ist, auch ein paar mehr. Ja, also das ist vielleicht so für die Fortgeschrittenen, die wirklich richtig reingehen wollen, auch vielleicht schon. Genau, die für die ist auch den Darm komplett reinigen wollen. Ja. Und dann ja, der letzte Punkt, hast du ja genannt, die Lebensenergiekur, die habe ich ja auch mitgemacht und muss ich auch sagen, jetzt vielleicht kurz so meine eigene Erfahrung, fand ich sehr, sehr spannend, kann ich von dem her sehr empfehlen. Ich bin ja auch jemand, der auch schon gern was Süßes isst und ich habe dann wirklich festgestellt, dass auch nach diesen 17 Tagen, jetzt knapp ein halbes Jahr später, dass sich der Konsum von Süßigkeiten, und das ist ja an sich auch wie so ein Suchtgefühl, also Zucker ist ja auch wie eine Suchtdroge, das hat sich bei mir deutlich reduziert, also knapp um die Hälfte, das finde ich sehr, sehr spannend, obwohl ich jetzt persönlich auch schon seit vielen Jahren mich mit dem Thema Ernährung gerne und viel beschäftige und da auch schon viel mache, also das sind so, da nimmt jeder, denke ich, so was Eigenes mit und egal, ob man sich noch nie damit beschäftigt hat oder auch fortgeschritten, also es ist wirklich spannend. Wenn man das einfach mal durchzieht, also von dem her, ja, wir packen dann einen Link von dir drunter, das Video zur Lebensenergiekur und kann man auch wirklich für den kleinen Geldbeutel, das ist eine super Geschichte und das dauert 17 Tage und dann hat man ein spezielles Ernährungsprogramm und das ist eben speziell auf den Darm abgestimmt, so kann man sich vorstellen, oder? Genau, und dann gibt es auch noch ein paar Videos dazu, auch Webinare für die dann ein bisschen mehr Information haben wollen. Und den Leuten geht es also wirklich gut danach. Die Stimmung ist besser. Wir haben Leute, die können ihre Antidepressiva absetzen. Dementsprechend sieht man ja auch schon, wie das alles zusammenspielt. Und ich kann einfach versichern, dass einem danach deutlich besser geht. Ja, also nie unterschätzen wir Gefühle, Emotionen, die hängen so stark mit dem Körper zusammen und da allen voran mit dem Darm. Also es ist faszinierend, was man da verändern kann. Also von dem her, ja, also liebe Friederike, vielen Dank für deine fünf Tipps zum Thema Darmreinigung und Darmsanierung. Ja, und von dem her gerne teilen, liken, kommentieren von diesem Video auf Facebook, auf YouTube und damit keine unserer Tipps und Tricks verloren gehen, dann unterhalb von dem Video auch mit der E-Mail-Adresse eintragen und ja, lieben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder und ja, viele Grüße hier vom Dachsberg an Schwarzwald. Ja, Thorsten Wittmann und Dr. Friederike Scheil. Tschüss. Stelle sicher, dass du den YouTube-Kanal jetzt abonnierst, denn so erhältst du bei jedem meiner neuen Videos eine Benachrichtigung bei Veröffentlichung eines neuen Videos. Und mit diesem simplen Klick unterstützt du unsere Community, meine Message und diesen Kanal. Ich würde das sehr schätzen und freue mich auf dich beim nächsten Video. Klicke jetzt auf Abonnieren.